Hallo zusammen, Silver hier. Wie ihr an meinem Outfit, der etwas weniger präparierten Küche und nicht zuletzt am Videotitel wahrscheinlich schon gemerkt habt, das hier ist nicht mein neues Cocktailkunde-Video. Das hätte ich inzwischen gerne schon für euch hochgeladen, aber leider habe ich es in den letzten 2 Wochen nicht geschafft, das Material, das auf meiner Festplatte liegt, zu einem fertigen Video zusammenzuschneiden, weil mir irgendwie immer wieder was dazwischen gekommen ist, das dann für mich wichtiger war in dem Moment, als das Video zu machen. Und deswegen liegt das Video immer noch unfertig auf meinem Computer. Jetzt ist es nicht das erste Mal, dass meine Videos etwas später kommen, aber in dem Ausmaß wie jetzt ist es tatsächlich das erste Mal, dass das passiert. Und das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Und daraus ist dieses Video entstanden, aus dieser Reflexionsrunde. Und genau wie beim letzten Quo Vadis-Video von vor einem guten halben Jahr, sind auch am Ende wieder ein paar Dinge rausgefallen, die ich jetzt entschieden habe, wie ich mit diesem Kanal anders weitermachen möchte als bisher. Und das wollte ich euch in diesem Video jetzt vorstellen. In meiner Reflexion sind 3 Dinge mir aufgefallen. Erstens eine gewisse Unzufriedenheit, wie sich der Kanal so im Allgemeinen von den Zahlen her entwickelt hat, sprich Abos und Views. Ich hatte mir ganz am Anfang vorgenommen, dass ich meinen Kanal nicht davon abhängig machen wollte, wie viele Leute ihn abonnieren und wie viele Leute meine Videos gucken. Das will ich auch weiter beibehalten, aber ich bin halt auch nur ein Mensch und so ganz spurlos an mir vorübergehen die Zahlen dann halt nicht. Ich weiß, mit euch rede ich da jetzt eigentlich mit den Falschen, weil ihr seid ja diejenigen, die meine Videos gucken. Herzlichen Dank dafür. Aber so insgesamt sind die Zahlen halt doch relativ niedrig geblieben. Das betrifft insbesondere die englischen Videos. Wenn man sich da mal die Zahlen anguckt, dann rangieren die irgendwo zwischen wenig und nicht vorhanden. Und dann stellt sich halt schon die Frage nach dem Verhältnis zwischen Nutzen und Aufwand. Zweiter Punkt ist, dass ich im Moment einfach viel um die Ohren habe und es zeitlich knapp wird. Das liegt insbesondere daran, dass ich in letzter Zeit häufiger auf Videos mit Theoriethemen ausgewichen bin. Und die brauchen mehr Zeit in der Bearbeitung. Zum einen, weil sie meistens deutlich länger sind als das übliche Rezeptvideo. Zum anderen, weil sie oft sehr kleinteilige Elemente wie Text- und Bildeinblendungen beinhalten. Und das macht den Aufwand bei der Nachbearbeitung natürlich etwas höher. Das Ziel, was ich mir vor einem guten halben Jahr im letzten Quo Vadis-Video gesteckt hatte, dass ich pro Woche eine Episode mit 2 Folgen, Deutsch und Englisch, fertig machen will, das hat das letzte halbe Jahr halbwegs funktioniert. Inzwischen klappt das so nicht mehr. Und das ist natürlich eine Situation, an die ich mich jetzt anpassen muss. Drittens, und das passt so ein bisschen zu dem, was ich gerade gesagt habe mit den Themen der Videos, ich muss in letzter Zeit immer häufiger Videos mit Theoriethemen machen. Das hat den Grund, dass es zunehmend schwieriger wird, Rezepte zu machen. Die Liste der Consumables in WoW, sprich Tränke, Elixiere, Flasks und Sachen aus Kochkunst, die man essen oder trinken kann, habe ich im Großen und Ganzen schon mehrfach durchgearbeitet und mir die rausgesucht, bei denen mir sofort eine Idee gekommen ist, die mir sofort ins Auge gesprungen sind. Die habe ich jetzt halt fast alle schon abgearbeitet. Das heißt, jetzt muss ich andersrum vorgehen für meine Rezepte. Ich muss mir erst ein gutes Rezept ausdenken und dann im Nachhinein schauen, dass ich ein Item finde, was dazu passt, dass dann der WoW-Bezug da ist. Und auch das ist halt schwierig, das klappt nicht jede Woche, ein Rezept zu finden, was dann am Schluss auch noch gut schmeckt. Deswegen weiche ich immer häufiger auf die Theoriethemen aus und damit bin ich wieder bei dem, was ich gerade gesagt habe. Die brauchen halt einfach länger und damit schaffe ich die 2 Videos pro Woche nicht mehr unbedingt. Kommen wir also zurück zur eigentlichen Frage im Videotitel Quo Vadis, wie geht's weiter? 2 Dinge sind aus dieser Reflexionsrunde für mich rausgefallen. Erstens, die englischen Videos werde ich nicht weiter fortsetzen. Ich hatte damit mal angefangen, weil ich die Hoffnung hatte, über die Sprache mir eine größere Zielgruppe zu erschließen. Wie man an den Zahlen sieht, hat das nicht so wirklich geklappt. Und der Aufwand, den ich in diese Videos dann reinstecke bisher, den kann ich in Zukunft lieber woanders reintun, in die deutschen Videos zum einen, aber ich habe auch noch so 1, 2 andere Ideen, die ich gerne umsetzen würde, für die mir sonst einfach die Zeit fehlt. Dazu vielleicht dann zu anderer Gelegenheit ein bisschen mehr. Zweitens, das Ziel, das ich mir gesetzt hatte, 2 Videos pro Woche zu machen, kann ich im Moment nicht halten. Und um mir selbst dann auch den Druck rauszunehmen und das schlechte Gewissen, wenn es mal wieder nicht geklappt hat, streiche ich dieses Ziel jetzt einfach. Die Videos kommen so, wie ich es halt schaffe, sie fertig zu machen. Das kann dann mal dazu führen, dass zwischen Videos längere Zeiträume liegen, insbesondere wenn ich wieder so ein Theorievideo bearbeite.
Oder wenn mir einfach kein gutes Rezept einfällt, dann ist es halt so, aber dann ist für mich der Druck so ein bisschen raus. Ja, das sind die Entscheidungen, die ich jetzt so für mich getroffen habe. An dieser Stelle möchte ich euch nochmal ganz herzlich danken dafür, dass ihr meine Videos guckt und diesen Kanal abonniert habt. Hier der obligatorische Aufruf, liked meine Videos, teilt sie, wenn ihr könnt, damit es vielleicht nochmal ein paar mehr Leute sehen und der Kanal dann doch noch die magische Grenze von 100 Abonnenten mal als nächstes überschreitet. Und ansonsten denke ich, dass das nächste Cocktail-Video, also Cocktailkunde ist ja ein Theorievideo, wenn alles glatt geht, Anfang nächster Woche fertig sein sollte. Aber wie immer, es kann halt im Moment ständig was dazwischen kommen. Vielleicht klappt es auch nicht. Ich werde aber versuchen, mein Bestes zu geben an dieser Stelle. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns demnächst wieder, wenn ihr mögt. Und bis dahin, macht's gut. Euer Silver.